Okay, weiter mit Spyro 2. Ich habe in der Zwischenzeit meine Libelle ein bisschen besser aussehen lassen. Und jetzt geht es weiter. Schön die vielen Steinchen sammeln. Ein Pool haben sie ja auch. Und eine Musik, die ich noch gar nicht ausgemacht habe. Gut. Okay, es ist ein bisschen eintönig ohne Musik, aber es ist besser, als wenn ich mir die Ohren kaputt mache. And first of all, hole ich mir eine neue Fähigkeit von dem Fettsack da hinten. Ich wette mal, ein reicher Drache wie du würde gern ein paar Edelsteine abdrücken, um klettern zu lernen. Ich wäre bereit, es beizubringen. Für, sagen wir, ein bescheidenes Entgelt. Hm. 500 Edelsteine. Du wirst es nicht bereuen. Okay, wenn du eine Mauer siehst, die besteigbar aussieht, wie die zu meiner Linken hier, spring darauf. Du kannst dich mit deinen Klauen halten. Benutze Richtungstasten, um dich hoch und runter zu bewegen und drück X, um runter zu springen. Du kannst auch seitlich auf eine andere Kletterfläche springen. Das wird noch verdammt wichtig. Und übrigens, wenn ihr springt, seid ihr schneller, als wenn ihr das hier macht. Aber ich will hier noch gar nicht hin. Nicht hier oben. Stirb, haha. Gut. Dann gehen wir doch als erstes mal in die Skelos-Einöde. Dazu mache ich die Musik wieder an. Auf geht's. Ja, die Viecher dort ärgern die Einwohner. Hey, Drache. Ich habe gehört, dass du ziemlich hart bist. Ich habe mit meinem Cousin Blub gewettet, dass du es nicht durch die Skelos-Einöde schaffst. Ohne dich zu verbrennen. Boah, ey, nee. Ich mach Pause, bis der Lag aufhört. Das ist ja schlimm. Also, bis gleich. Und willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt die Lags beseitigt. Oh, und wem es aufgefallen ist, dieses Speicherproblem aus dem letzten Part, ist jetzt auch weg. Hoffe ich. Nun gut, jetzt machen wir mal die Skelos ein in der Ode, irgendwelche Lags oder sonstiges. Das ist lustig, die Viecher kann man anspeien, dann werden sie schwarz, wenn man sie angespeit hat. Und die sind kurz und einfach knallt, wenn man sie gerettet hat. Und die hier kann man anspeien. Exploding Cactus. Geniale Erfindung. Und hier sind Steine, die man schlucken kann. Muss man aber nicht. Zum Teil braucht man sie aber, damit man die Viecher schlagen kann, die die ganze Zeit fliegen.
Und der ärgert die. Jetzt ärgere ich sie. Ich bin gemein. Bin ich gern. Wir kriegen übrigens ein Leben, wenn wir bestimmte Sachen zwischendurch machen. Zum Beispiel alle Kakteen hier platschießen. Oder noch ein paar andere Sachen. Den werde ich vermutlich gleich brauchen. Nicht für den hier. Auch nicht für die beiden da hinten. Sondern für den Kollegen dort. Es gibt so eine kackbeschissene Aufgabe, dass man 8 Knochen finden muss, damit so ein Idiot seinen Knochenkumpel zusammensetzen kann. Und man sollte ein bisschen höher ziehen bei dem. Danach geht es an eine Aufgabe, die ich gar nicht gern habe. Stirb! Ja, ja, stirb! Du bist dafür, dass der Idiot sich nicht treffen lässt. Auch wenn er total still steht. Okay, ein bisschen höher gezielt. Geht doch. 1 von 8 Knochen. Jetzt sammle ich hier ein bisschen die Schätze ein. Oh. Und jetzt... Ah! Sparrow, you suck! So. Ah! Das macht einen ja völlig kirre. Ich hasse diese Knochen. Spyro, unser Dorf wird von den Lava-Echsen überfallen. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine Freunde fressen? Ich mache die Brücke niedriger, damit du rüberkommst. Beziehungsweise er faltet sie aus. Brücke überqueren, Dorfbewohner retten. Feuerechsen, ihr werdet sie aus dem Anfangsintro wiedererkennen. Was, lass dich treffen, Mann! Ah, fuck! Ja, schön, ich weiß, wie es aussieht, wenn wer gefressen wird. Wobei der erste Anlauf immer noch der einfachste ist. Einer ist da noch, und zwar der hier. Und tot. Dankeschön, Chipmunk. Nimm dieses glänzende, Ding, das wir gefunden haben, um dir bei der Reise zu helfen. Kaum zu glauben, aber wahr, ihr tut es tatsächlich. Es sieht so aus, als fallen noch mehr Echseneier runter. Bist du bereit für eine weitere Herausforderung? Habt ihr gesehen? 5 Sterne, voller Schwierigkeitsgrad. Nochmal 8 neue Eier. Naja, sobald ich hier runtergehe, fängt es nochmal härter an. Diesmal sind sie schneller. Und kommen komplizierter. Komischerweise schaffe ich das diesmal in einem Mal. Stirb! Boah! Danke, dass du uns nochmal geholfen hast, Spyro. Du verdienst noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht verwenden. Oh, kann der kleine Bobo nicht ohne sein Nachtlicht schlafen? Das tut mir jetzt aber gar nicht leid. Gut, der nervigste Teil wäre eigentlich schon geschafft.
Der lässt sich ganz lustig platt machen. Beide lassen sich lustig platt machen. Libellenfutter, ein Knochen, ein paar Edelsteine. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Dann gehe ich eben kurz zu den Diamanten hin. Und über den Lavafluss gehe ich im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.